Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Raumgestaltungstutorial. Ich habe mir hier schon einen kleinen Raum vorgebaut. Und zwar wird es heute die Küche. Noch fehlen Türen. Und da würde ich hier eine hinbauen. Und hier hinten habe ich so eine kleine Vorratskammer geplant. So in etwa. Dann können wir sie eins enger machen. Genau. Machen wir das alle so. Und zwar. So, genau. Fangen wir an hier wieder mit der klassischen tollen Beleuchtung, die ich super finde, dass ich die jetzt mal gefunden habe. Und zwar so. Hier vielleicht so einen großen runden. Und für hier drinnen ein kleines Viereck. Genau. Dann haben wir mal das. Dann haben wir ja hier noch Rohbau. Deshalb ein Korkboden. Nee. Brauchen wir erstmal einen Boden. Ich will eine etwas dünklere bzw. eine sehr moderne Küche bauen und deshalb würde ich. Nee, ich habe eine Idee, was wir hier für einen Boden nehmen. Und zwar einen Marmorboden. Weißer Marmor. Und für die Wand bräuchten wir hier mal so ein bisschen so ein. Wie machen wir das jetzt? Sowas gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Machen wir mal den Bereich so, weil hier die Küche hinkommt. Und in diesem Bereich würde ich es mal. Weiß belassen. Ist das jetzt mitgeändert? Ja, natürlich hat es das mitgeändert. So, war das? Nee. Aber das gefällt mir ehrlich gesagt auch ganz gut. Das könnten wir natürlich ebenfalls nehmen. Ich muss nur sagen, mir gefallen diese Säulen hier in der Ecke nicht. Vielleicht platzieren wir einfach selbst eine. Kann ich nicht hier platzieren? Wieso? So, jetzt geht's. Und zwar wollen wir hier eine haben, hier und hier wollen wir eine Säule haben. Das macht das Ganze auch gleich ein bisschen edler, finde ich. Dann für dieses... Fangen wir mal an mit der Küche. Und zwar, welches nehmen wir? Dieses finde ich toll. Genau. Und zwar würde ich sagen, kommt in dieser Ecke hier gleich dann der Kühlschrank. Der sieht doch toll aus. So, dann haben wir hier den Kühlschrank. Wobei, hier passt ein Kühlschrank eigentlich fast besser. Weil dann können wir hier ein schönes Eck bauen. Wie komme ich jetzt? So, hier. Ein tolles Eck will ich hier haben, genau. Und dann diese hier weiter zu platzieren. Und wieder eine Ecke zu haben. Und dort dann. Und glaube ich fast dieses hier, oder? Was bist du?
Nehme dich. Du gefällst mir. Nee. Können wir schon so ein normales nehmen. So, und hier so ein abgerundetes. Nee. Was will ich denn da? So ein kleines, glaube ich, passt hier ganz gut. Jo. So will ich die Küche haben. Dann würde ich sagen, machen wir hierhin den Herd. Zwar sieht ja der eigentlich ganz schick aus. Und dann braucht man natürlich auch eine Abzugshaube. So. Und weil man ja nie genug Platz haben kann, passen die zusammen? Nee, nicht wirklich eigentlich. Was ist denn das Passende dazu? Gibt's das nicht? Hm. Nee. Nehmen wir die. Und zwar will ich, besser gesagt, hier oben mal eins. Was haben wir da? Dieses passt nicht wirklich. Und ein Eck, den könnten wir natürlich auch hingeben. So. Und vielleicht noch ein zweites für drunter. So, dass wir hier alle unsere Teller haben, sozusagen. Genau. Mal gucken, ob das nicht. Ich glaube, das. Nee, das wird zu viel. Dann brauchen wir hier noch. Ein normales Regal noch. Würde ich darüber hängen, genau. Dann haben wir ja hier schon das Fenster. Und über den Kühlschrank könnte man ja theoretisch eigentlich auch was hängen. Wenn's passt. Ja, und wie das passt. Sehr gut sogar. Dann haben wir hier so eine Küchenfront. Vielleicht sollten wir den Stück weiter nach hinten, genau. Ja, kann man machen, gefällt mir. Und für hier hinten habe ich mir gedacht, dass man ja eigentlich solche Schränke hinbauen könnte. So in etwa. Dann geben wir den ebenfalls ein kleines Stück weg. Aber nicht so, sondern. Ups. Hallo? Dankeschön. In diese Richtung. Hallo? Dankeschön. Guten Tag. Dass wir hier so ein paar platzieren. Ich glaube, das sind ein paar zu viele. Das sind zu viele. Ich glaube, das. Jo, das reicht auf jeden Fall, sonst haben wir da so eine große Wand. Das sieht dann auch doof aus. Okay, dann für hier drinnen brauchen wir ja ebenfalls noch eine Wand. Und einen Boden. Und da drinnen jetzt zu arbeiten, wird ein bisschen komplizierter. So. Geht. Und zwar suchen wir meine altbeliebten Regale, die ich selten finde. Und zwar, wie finde ich sie dann? Alle Anzeigen, finde ich hier so meine Regale? Ja, hier finde ich so meine Regale.
Welche wollen wir denn hier? Ich glaube, die sehen toll aus. Ja, die wollen wir. Und zwar in Schwarz. Das ist dunkelbraun, das ist eher dunkelbraun, aber ist jetzt eigentlich egal. Und zwar, dass wir hier so ein paar Regale stapeln. Hallo, guten Tag, danke schön. Einfach so allerlei Zeug, was man eben so immer mal braucht, einfach in dieses Regal geräumt wird. So. Genau. Und das können wir jetzt dann noch befüllen. Was ich finde, dass hier ebenfalls noch hingehört, könnte man Müll. So. Und Barhocker. Welche gefallen mir denn? Die sind so ein bisschen. Die roten sehen cool aus. So, dann machen wir hier einfach mal schnell eine Bar draus. Dann brauchen wir logischerweise noch ein Waschbecken. Küchenwaschbecken. Gehen wir hier hin. Genau. Dann brauchen wir noch. Was haben wir denn hier alles? Osterei. Nee, Osterei brauchen wir nicht. Wie siehst du aus? Oh, das ist süß. Ich will so ein bisschen in Rot-Schwarz halten, deshalb passen die eigentlich jetzt ganz super hier hin. Eine Obstschüssel muss in jede Küche, die darf nicht fehlen. Was haben wir hier? VIP-Eimer. Ah, da ist ja Sekt drin. Der ist süß. Aber nee, den brauchen wir nicht. Wir sind ja in der privaten Küche. Das finde ich zu hoch. Nee. Was haben wir da? Ein Tintenfisch oder wie? Wow, da ist wirklich ein Tintenfisch drin. Ich bin fasziniert. So etwas kann man ja auch immer mal wo platzieren. Dann Teeservice ist auch süß. Was brauchen wir denn noch so Schönes in einer Küche? Ich weiß es nicht. Gefällt mir diese Schüssel besser? Nein. Flamingotum. Nö. Ich glaube, Postkarte. Die ist ja süß. Kann man die da hinhängen? Oh ja, da gefällt sie mir. Ein paar Postkarten hinkleben, die man so von Freunden oder so kriegt. Das ist ein. Gefällt mir die Idee. Kann man die umfärben auch? Oh ja. Oh, ist das toll. Das gefällt mir jetzt schon. Alle verschiedene Farben und Muster und Formen. Fantastisch. Ja, das gefällt mir. Dann, wir brauchen noch Elektrogeräte. Ohne die geht's ja nicht. Eine tolle Kaffeemaschine. Brauchen wir. Genau. Und eine Mikrowelle. Nehmen wir die. Gibt es die auch in Rot? Ja, natürlich gibt es die auch in Rot. Oh, ist das toll. Dann stellen wir hier doch die Mikrowelle hin. Ups. Sie will nicht. Sie wehrt sich. Und diese Obstschüssel würde ich hier hinstellen. Und jetzt müssen wir unsere kleinen Postkarten, so heißen sie, etwas umhängen. Kann man dann, daran, dass man wäscht, immer mal wieder betrachten, wo so jeder war. Finde ich süß, die Idee.
So, Küche ist eigentlich ziemlich fertig, würde ich sagen. Feuermelder kann man ja immer mal brauchen. Klatsch mal gleich hier an die Wand dazu. Und jetzt würde ich sagen, befüllen wir dieses Regal mit Dingen, die man eben so in der Küche braucht.